Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Yippie! Nein, 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 damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Runter hier. So, im letzten Part sind wir nur knapp dem Tode entkommen. Haben lange gerätselt und jetzt werden wir wieder hoffentlich knapp dem Tod entkommen. Aber wir haben zum Glück gespeichert. Hier sind jetzt echt arschige Sachen. Oh, Fackeln! Fackeln! Alte Freunde, ihr seid zurück! Luft bitte? Hallo? Luft? Ah, da Luft. Jetzt muss ich nur aufpassen, wo ich auftauche. Hier sind Laser. Ich glaube, hier gerade kann ich. Ja. Ganz knapp! Aua! Oder auch nicht. Mano. Hätte seitlich auftauchen sollen. Egal. Ich habe hier nur ganz wenig abgezogen bekommen. Das ist okay. Weiter geht's. Ab wieder ins kühle Nass. Ich hoffe, ich kann den Rest des Levels jetzt schaffen, ohne zu speichern. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Ah, hier bin ich jetzt. Ich glaube, ich bekomme jetzt meine Waffen. Schätzelein. Hoffentlich. Hier war irgendwo ein Geschütz. Das fährt sich vielleicht aber auch eher später aus. Ich weiß es nicht. Es ist hier irgendwo ein Laser, glaube ich. Naja, egal. Ist mir gerade scheißegal, denn ich habe jetzt meine Waffen. Und Heilung auch. Alles in Ordnung. Meine Pistolen. Meine geliebten Pistolen. Und noch was viel Geileres. Hä, habe ich jetzt die Magnum gar nicht? Doch, habe ich, wollte schon gerade sagen. Mit 30 Schuss. Ja, okay, ist keine Magnum, ist die Desert Eagle, aber ist ja eigentlich eine Magnum, von daher scheiß drauf. Die will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht benutzen. Die brauche ich eigentlich für spätere Level, aber ich werde sie garantiert hinterher benutzen, weil... Wow! Wie soll ich das denn bitte schon nicht auslösen? Alter, das ist ja 1000 Meter hoch. Das ist fies. Vor allem direkt wirklich hier vor. Alter, das ist gemein. Kein Wunder, dass ich es mal ausgelöst habe. Kann man das irgendwie umgehen? Irgendwie? Ich will es versuchen. Ha! Ich hab's geschafft. Wie geil. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Liegt hier was drinne? Nee, dafür wollte ich jetzt keine Fackel anmachen für den einzelnen kleinen Ding hier. Für den einzelnen kleinen Ding hier, ich nix Deutsch. Ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, den Laser nicht auszulösen. Ist das geil. Autsch. Jetzt wird abgerechnet. Hä? Wo, hey? Hey, wo? Hey, was? Hast du hey gesagt? Aber du bist doch mein Freund. Warum hast du... Was? Was? Wer hat hier gerade hey gesagt? Oh, die geile Mucke startet wieder. Ah. Der hat wohl hey gerufen. Scheiße. Alter!
Holla, die Waldfee. Alter. Ich will die Magnum echt so gut es geht sparen. Das ist wichtig. Versteht ihr das denn nicht? Zum Glück sind die nicht gleichzeitig gekommen. Da der Polizist die Falle ausgelöst hat, brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr zu machen. Du hast nichts. Frechheit. So, hier gibt es jetzt zwei Schalter. Der eine löst die Falle aus, der andere macht das, was ich brauche. Ach, das ist eine andere Falle. Okay, ich habe die Falle ausgelöst. Scheiß drauf. Mist. Hab mich so gefreut. Genau, und der setzt das Fließband in Bewegung. Na gut. Kill ich halt noch mehr Leute, ist auch okay. Ja, der Hund knurrt schon, ich hör's. Du Arschloch! Wieso hilft Oskar mir eigentlich nicht? Böser Oskar, schäm dich! Das Tor ist zu, ne? Ich darf nicht raus, ihr Schweine. Ihr hättet mir auch den Weg aus dem Gefängnis erleichtern können, ohne Scheiß. Oskar, wo bist du? Hey, Oskar. Du hast mir nicht geholfen. Am liebsten würde ich dich abknallen, aber ich tue es nicht. Ich kann es verstehen. Hier war höhere Gewalt am Werk. Die Polizisten hatten schon Schießeisen. Dann ist es nicht mehr so leicht, sie umzunieten. Du wärst gestorben. Das ist klar. Ja, vielleicht könnt ihr ja verstehen, warum ich das hier alles nicht so gerne mag. Ich meine, spätere Level sind noch viel beschissener. Aber naja. Alter, ist der da oben schon munter. Konnte gar nicht so nah eigentlich an mich ran. Lol. Eine sehr ineffektive Falle. Mann, du Idiot. Okay, sind hier keine Laser, die mich umbringen wollen? Surprise? Hier sind doch eigentlich Laser.
Verarsch mich nicht. Ja, direkt vor mir. Das ist doch. Sonst nirgends? Nein? Okay. Ich will endlich nach Hause. Ich will hier raus. Scheiß Gefängnis. Mal ganz ehrlich, Lara müsste so gute Anwälte haben, dass sie sie schon längst rausgeholt haben. Aber nein, natürlich nicht. Yay, der Endbereich. Hurra. Haha, verarscht. Okay, den hätte ich auch umgehen können. Würde ich einfach weiterlaufen zum Levelausgang. Ich weiß gar nicht mehr, ob hier am Ende noch was ist, irgendwie secretmäßig oder so. Dieser LKW hier wird uns auf jeden Fall zur Flucht verhelfen. So viel kann ich sagen, mit Gewissheit. Aber ich glaube, hier war noch was. Ja, ja, selber, hey. Wo denn? Ich sehe nicht mal. Hallo. Ach, da hinten. Komm doch, komm doch. Ist der doof. Das war jetzt geil. Ich glaube, hier war nämlich noch irgendwo was versteckt. Ich glaube, sogar ein Kristall. Oder auch nicht. Aber da liegt zumindest was. Deswegen, mit der Desert Eagle wäre das natürlich sehr viel einfacher hier alles gewesen, aber wie gesagt, die will ich nach bestem Wissen sparen. Ich meine, klar, Heilung ist auch wichtig. Aber glaubt mir, ohne die Desert Eagle am Schluss ist man gearscht. Eigentlich brauche ich alle 30 Schuss, die ich da jetzt habe. Okay, Levelende! Okay, bis dann. Ach, Lara hat endlich mal was getrunken. Endlich hat sie eine Cola gekriegt. Ah, fast eine Stunde im Level verbracht, aber ich habe ja auch oft doof rumgestanden und was erzählt. 1 von 2 Secrets gefunden, immerhin. 12 besiegte Gegner. 2 Medipacks verwendet, das war sehr viel leider. Aber naja. Scheiß drauf. Wir haben es erstmal soweit geschafft. Das heißt nicht, dass es leichter wird. Deswegen, die Wüste von Nevada war in Nevada allgemein echt noch das angenehmste Level. Und es wird jetzt immer schwerer. Wir sind entkommen. Ich habe jetzt 10 Kristalle, das ist sehr gut. 6 kleine, das ist auch okay. 2 große, auch okay. 16 Fackeln, ja. Den Granatenwerfer, der fehlt mir noch. Und meine Uzis. Werde ich sie wiederkriegen? Ich weiß es nicht. 40 Schuss, das ist gut. Ich sollte darauf achten, dass ich 40 Schuss am Schluss eigentlich übrig lasse. Ich brauche eigentlich ganz genau 40 Schuss am Schluss. Im allerletzten Level. Ob ich sie bis dahin wirklich auch sparen kann, ist sehr fraglich, wahrscheinlich nicht. 2 Gewehrkugeln, okay. Oh, Leute. Das kann was werden. Heidewitzka. Okay. Wir sind im nächsten Level angelangt.
Ist das denn schon das Letzte? Nee, doch. Was? Warte mal. Ich muss kurz überlegen. Ich meine, es ist denn jetzt das Dritte hier. Das müsste aber eigentlich schon das sein. Das müsste Area 51 schon sein, oder? Ist das schon Area 51? Ja, Tatsache. Okay. Ja, Leute, wir sind in Area 51 gelandet. Ihr wisst ja, was das heißt. Aliens. Aber wir werden niemals herausfinden, ob die Aliens unsere Freunde wären, wie in Himalayan Mysteries oder nicht, denn ich will nicht spoilern. Nein, aber ihr wisst ja, was ungefähr in Area 51 angeblich passiert ist, was aber eigentlich in einer anderen Area passiert sein soll. Aber darüber lässt sich sowieso streiten. Man kann den Aliens glauben, man kann es sein lassen. Ich persönlich glaube schon irgendwie daran, dass wir nicht alleine sind im Weltall, aber naja. Wir werden wahrscheinlich niemals zu anderen Lebewesen dann tatsächlich den Kontakt aufbauen können, würde ich mal annehmen, weil die einfach so weit entfernt sind in anderen Universen und Galaxien. Das ist schon der Wahnsinn. Garantiert. Aber egal. Wir sind nicht hier, um über Aliens zu diskutieren. Wir sind hier, um Tomb Raider zu spielen. Aber dieser Part ist definitiv vorbei. Der ist garantiert schon 1000 Jahre lang. Ich bin mir jetzt gerade etwas unsicher. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Level, wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.